Wir machen heute ein 100-Euro-Minigames-Turnier gegen 100 Spieler. Jede Runde ein neues Minigame bis hin zum Finale, in dem wir dann einen Gewinner haben, der die 100-Euro-Preisgeld gewinnt. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Und damit legen wir los. Nur Kids in einer Runde. Ich bin der Einzige, der keine Skin ausgewählt hat, hä? Als ob ich der Einzige einfach bin. Stimmt, erstmal unsichtbar machen, stimmt. Ganz wichtig. Wieso erstmal unsichtbar? Weil natürlich auch die anderen Kids sich unsichtbar... Oh mein Gott, das wird da richtig eklig werden. Ich sag ehrlich, auf Ernst, ich werde direkt, glaube ich, dreimal mein Gadget reinhauen, weil ich Angst habe, dass ansonsten irgendwo ein dummer Kid kommt und mich killt. Dass ich wenigstens ein bisschen in der Runde hier bin. Ich werde doch safe jetzt irgendwo ein Kid-Spieler auf mich jumpen gleich. Oh mein Gott. Unsichtbar, unsichtbar. Ich darf eigentlich jetzt, ich will einfach so lange es geht in dieser Runde überleben, weil ich weiß eh, dass ich als YouTuber nur mehr gefokust werde meistens. Das heißt, ich werde gleich mein nächstes Gadget einsetzen. Unsichtbar machen hier. Und sich auch unsichtbar. Ich gehe jetzt mal hier in die Richtung. Okay, sehr gut. Jetzt habe ich natürlich alle meine Gadgets rausgehauen, aber ich lebe. Ich meine, ich muss eh nicht gewinnen. Wenn ich jetzt gewinnen wollte, hätte ich es nicht gemacht. Ich muss ja nicht gewinnen. Ich will einfach nur so lange es geht in der Runde bleiben. So, zack. Ja, ich sag's, da kommt man, die Fokus mich so hart, obwohl es Evil Lost ist, da kann ich nichts machen, egal wer gewinnt die Runde. Ich wusste, dass ich ohne die Gadgets safe instant sterben würde. Okay, wer gewinnt? Nur Kids in einer Runde. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie die das taktisch auch angehen werden. Also eigentlich ist es nicht sogar Lost, da drauf zu jumpen, weil man sich angreifbar macht? Ich weiß es nicht. Guck mal hier, die schalten sich gegenseitig aus, aber am Ende ist man tot. Oh, nicht ganz, doch, sag ich doch. Ja, da oben hat's Angst geschafft. Da hat er Glück, aber dass keiner ihn gefokust hat. Oh mein Gott, er macht sich unsichtbar, das sieht sich an. Oh mein Gott, Junge. Das ist irgendwie geil, oder? Die Idee. Das ist da so ein Klassiker, dass wir immer den neuen Brawler als erstes machen. Oh mein Gott, da unten. Hä, wer gewinnt halt? Oh, er macht sehr defensiv. Wer gewinnt halt sowas? Drei Cubes in der Mitte vielleicht? Das ist die große Frage. Oh, er geht sehr. Jetzt geht er offensiv. Ich glaube, mit drei Cubes ist es sogar gar nicht mehr so dumm. Der Jump ist weg. Oh, der andere hat den Jump verkackt. Der hat sich doch ein Gadget aufgespart. Smart. Oh mein Gott, Junge. Das ist halt wirklich eklig, ne? Oh, er hat sich unsichtbar. Er versucht's. Oh mein Gott, Junge. Drei Cubes. Wieso gehen die anderen nicht offensiv? Das wäre die Chance gewesen, ihn auszuschalten. Jetzt. Daneben. Und jetzt geht wieder der andere. Oder? Oh mein Gott, verdienter Sieg. Verdienter Sieg, obwohl er gefokust wurde. Enrico. Schau mal, sein Profil überall krasses. Ja, ich wollte gerade sagen. Hat man direkt gemerkt. Ist auf derselben Powerliga-Stufe wie ich übrigens. Ohne Speedgear. Ganz wichtig nochmal. Let's go. Okay. Zweites Minigame. Blinde Piper. Okay, los geht's. 18 Cubes. Schau mal, ist die Map nicht ein bisschen groß? Aber er kann ein bisschen in die Ecken laufen. Ist ein bisschen größere Map. Da ist Theo direkt. Okay. Ein Tick kommt ins Finale. Junge, Theo direkt als erster raus. Perfekt. Rill an ihn. Unlucky gelaufen. Nämlich hier in die Ecke. Eigentlich kann man immer sehen, wo die Piper hinsniped. Weil jetzt in dem Fall wissen wir, sie schießt nach links, kann ich rechts stehen. Okay, jetzt kommt sie zu mir. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, gut. Kommt ihr aber bis in die Ecke? Ich weiß es nicht. Oh, sehr gut. Wir sind schon Top 7 jetzt. Ich will mindestens Top 3 kommen. Ist halt eigentlich ein Lackspiel, also Lackspiel, ein Glücksspiel. Oh nein. Nein. Okay. Ich lauf mal weiter, Bestimmt genau in meine Richtung snipen. Nee, macht sie nicht, okay. Wir sind schon Top 6. Das ist solide. Wir sind schon Top 6. In die Ecke. Hä? Irgendwie trifft er sehr gut, aber wir sind jetzt schon Top 5. Top 5 von 9. Oh mein Gott, weg. In die Ecke. Ist eigentlich solide, oder? Mein Gott. Ich will echt nichts sagen, aber kann es sein, dass er in diese Ecken nicht rankommt? Habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht. Wir sind jetzt schon Top 4. Also in der vorderen Hälfte. Ich wollte Top 3 mindestens kommen. Komm. So ein bisschen hier in die Richtung. Oh, jetzt hat er ein Gadget. Trifft Angst nicht. Ich glaube, soll ich weiterlaufen oder nicht? Ich glaube, jetzt ein bisschen in die Richtung. Oh mein Gott, gut. Sehr, sehr gute Entscheidung. Oh, da ist jemand anderes jetzt. Schiss. Ich will wenigstens Top 3 kommen. Komm, bitte. Ein Schuss, ich bin... Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, warum genau auf mich? Okay, wer gewinnt? Auf 2. Er wird zuerst getroffen. Oh, er trifft nicht. Er trifft nicht. Hä, was machen wir denn jetzt? Unentschieden. Er hat einfach nicht getroffen. Was machen wir denn jetzt? Wer zuerst stirbt nochmal, ne? Ninja oder Juli, auf geht's. Wer zuerst stirbt. Jetzt geht's einfach nur darum, wer weiterkommt. Die Magic, einer von den beiden wird direkt als erster getroffen dieses Mal. Das ist Ninja. Okay. Wieso schießt der? Ist lost. So, wenn er jetzt stirbt, darf er sich nicht beschweren. Ist da noch ein Rico drin? Oder?
Was macht. Was, warum greifen die an? Warum? Trifft der Baulo einfach nicht, ne? Das kann nicht wahr sein. Oh, 10 Sekunden, 10 Sekunden. Wir müssen schauen, es müsste eigentlich Kit raus sein nach der Runde. Ido ist der Erste. Oder Rico mal raus, sehr gut. Richtig. Ich mache es auch gar nicht richtig eigentlich. Ich will einfach gerade nur wissen, wer weiterkommt von den beiden. Wir gehen einfach mal zu. Wir müssen mal zu einem von den beiden hingehen, wenn ich ihn finden würde. Juli, da ist Juli. Da ist Juli. Mal bei Juli. Hm, Ninja, wo ist Ninja? Da, oh, da sind die beiden. Okay, wir haben sie entdeckt. Ist die Frage, wer zuerst stirbt. Also, sagen es auch kein Schutzschild zu machen für den. Es nutzt nämlich als Schutzschild aus. Was ist das denn? Also, wenn es wieder ein Unentschieden wird, dann muss ich aber wirklich auslosen. Bodenlos. Ja, nee, deshalb lose ich einfach direkt aus. Guck mal, wie los ist das denn jetzt? Also, 1 ist Juli, 2 ist Ninja, Zufallszahl. 2, Ninja, du hast gewonnen. Tut mir leid, Juli, ne? Ist am Ende auch natürlich Glückssache. Wenn ihr mich supporten wollt, denkt an Creator-Code Jojonas im Shop. Würde mich super freuen. Gerade jetzt, wo der Brawl Pass rauskommt. Ist völlig kostenlos, wenn ihr Bock habt und damit meinen Brawlers Content supporten wollt. Danke. Alle 7 Tage übrigens neu eingeben, wenn ihr natürlich möchtet. Nach 7 Tagen ist der Code immer weg im Shop. Wieder. Und dann muss man ihn halt neu eingeben, wenn man ihn halt behalten will. Also, wir haben einen Tick. Junge, warum? Das ist eigentlich im Finale, aber nimmt meine okay, egal. Tut mir leid, Ninja. Dann hat es Juli gewonnen. Dann ist Juli gewonnen. Nimmst auch die FA nicht an. Er ist auch direkt... Junge, was machen die? Oh Gott, ey. Was machen die? Schade, nicht wieder sterben direkt. Leute, nein. Oh mein Gott. Ich lebe. Okay, immerhin lebe ich. Perfekt, er hat einen Kill gemacht. Also die jetzt hier gekillt werden, dürfen auf jeden Fall nochmal mitmachen. Oh mein Gott, komm. Wieso nehme ich einfach dieses Gadget, statt immer drauf zu schießen? Das ist so los. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber dieses Gadget ist viel schlauer für die Ulti. Ach komm. Egal, wir werden die Runde jetzt einfach... Es sind 3 Leute gestorben, ich kann die Runde eigentlich nicht werden. Ich werde die Runde jetzt einfach trotzdem. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit Wiederholung machen. Wir schauen einfach, wer gewonnen hat. Okay, wo sind die Daryls? Hier, da geht's weiter, da geht's weiter. Wir müssen schauen, es sind auf jeden Fall einige disqualifiziert worden, die Runde. Die dürfen auf jeden Fall auch noch alle nochmal mitmachen, die gekillt wurden. Also er sieht solide aus. Hat er mich nicht gekillt? Ich weiß es nicht. Wir müssen gleich mal schauen. Und heute ist irgendwie Chaos, oder? Keine Ahnung, Mann. Noch irgendwer ins Ziel überhaupt? Guck mal, er könnte es eigentlich schaffen. Wenn er jetzt hinrollt... Oh mein Gott, er schafft es halt einfach nicht. Wird er jetzt nicht sterben da oben im Poison langsam? Hä, das sind, die sind noch zu zweit sogar. Was machen die denn? Hä? Ist noch nicht vorbei. Was machen die? Hä? Die teleporten sich immer zurück. Achso. Ja, perfekt. Also ich glaube, er müsste gewonnen haben. Aber ich schau mal die Wiederholung, weil die Runde war komplett dumm. Wir schauen einfach jetzt mal nur auf Lukas, weil dann können wir sehen, ob der safe ist. Ja, der hat nichts gemacht. Okay, nice. Okay, Lukas hat gewonnen. Auch der Einzige, der gefühlt hier nicht jeden gekillt hat. Boxerring, alle müssen halt El Primo nehmen und rauswerfen, ne? Dem Gadget. Ist auch nicht. Aber haben wir plus 1 Gadget? Das vergesse ich immer. Ist super wichtig. Nice. Ganz am Ende, wenn alle fast auf den Haufen stehen und in der Range sind, wenn noch welche am Leben sind, dürft ihr fighten. Ganz am Ende. Aber ihr dürft nicht vorher eure Ulti aufladen. Ganz wichtig, ihr dürft nicht vorher eure Ulti aufladen. Also wenn es ganz am Ende so weit ist, dass alle in der Range sind zum Schlagen, dann dürft ihr auch angreifen. Wenn sich der Poison so zusammendrängt. Oh, jetzt wird's nice. Okay, Runde Nummer 4. Ich liebe das. Boxerring. Mit dem Gadget. Ich hab echt Schiss. Am besten eigentlich so in der Mitte aufhalten, ne? Oder? Willst du mich verarschen? Hä, wieso greift er denn an? Och, Digga, wir müssen die Runde wiederholen. Glaube ich. Runde. Alle Buzz nehmen und halt einfach nur die Gadgets nutzen, um durchzukommen, okay? Jetzt aber. So, Buzz Run, auf geht's. Wir müssen aufpassen, stunnen sich bestimmt jetzt alle gegenseitig. Wir müssen es irgendwie gut treffen. Ah, ich habe auch nicht getroffen. Los. Das ist so schwierig, hä? Ah, hier in diese Kante müssen wir. Ich bin zu spät schon. Hä? Ich war doch an der Kante. Da hinten geht auch, da hinten geht auch. Oh, ich bin so langsam. Ich glaube nicht, dass ich eine Chance in der Runde habe, aber ich probiere es. Ah, die stunnen sich jetzt alle gegenseitig. Leute, ihr müsst da weg. Ihr stunnt euch alle gegenseitig. Hallo. Wir halten euch gerade... Oh mein Gott, jetzt killt er sich noch alle. Digga. Komm, jetzt lass ihn noch vor. So, jetzt mich. So. Zack. So, so nämlich. Wieso killt er denn? Kick mal Gadget. Okay, keine Ahnung, wie er gekillt hat. Egal. Wir sind jetzt nicht so gut dabei, die Runde. Aber vielleicht wird's noch was. Sind die schon im Ziel? Oh mein Gott, ich bin so langsam. Hat er noch Gadget genutzt? Komm, jetzt muss ich auch mein Gadget nutzen, danke dafür. Ist die Runde... Oh, wir müssen es echt beeilen, sehe ich gerade. Schnell Jump Pad genutzt. Sehr gut, haben wir noch geschafft.
Direkt Gadget, wir müssen es direkt treffen. Ich hab verkackt. Ach, super. Mann, egal, wer hat gewonnen. Okay, wir schauen auf die Wiederholung, wer hat gewonnen. Ich glaube, killed hat keiner, oder? Irgendwie ist schon ein Kill passiert hier. Hä, wieso ist hier einer gestorben? Da hinten. Keine Ahnung, dieser Kyra hat einfach einen Kill gemacht auf ganzem Spand, egal. Okay, ich glaube, er mit Abstand am schnellsten. Nee, wo ist er? Hä, wo kam er her? Wieso habe ich ihn nicht gesehen? Keine Ahnung. Also hier hinten ist das Ziel gewesen. Oh, fuck. Hä, er hat den Kill gemacht, warum? Hä? Wieso hat er den Kill gemacht? Egal, er ist auf jeden Fall disqualifiziert. Oh mein Gott, das ist so knapp. Wer jetzt hier als erster ankommt, ist im Ziel. Oh mein Gott. Wurde ich gekillt? Perfekt. Oh mein... Oh, er hat es geschafft, er hat es geschafft. Wer ist es? Max Place, Max Place. Der hat auch keinen Kill gemacht. Der hat safe gewonnen. GG's. Aber irgendwie sind die Runden heute sehr lost. Also allein Platz 2 hat wieder irgendwie einen Kill gemacht. Oh, ich habe Max eh schon geaddet, sehe ich gerade. Okay, auf geht's. Minigames-Turnier. Dings-Turnier, wie heißt es? Skin-Contest. Hatten wir ewig nicht. Also, böse Pam. Böse Königin Pam ist solide. Mandy, Surge. Dann hier Dings, Edgar. Oh, weißer auf Leon auch solide. Dann dieser El Primo-Skin ist auch geil. Dann hier Dynamike. Digga, Eli übertreibt nicht. Nervst. Der Surge. Dings. Squeak heißt der. Boah, das ist auch solider Skin. Boah, ich sag ehrlich. Ich glaube, ich habe schon mal einen, der hier rausfliegt. Eli, du nervst. Nee, aber es war auch der Skin. Es war der Skin. Ich finde den Skin auch nicht so krass. Aber er hat auch echt ein bisschen übertrieben mit den Schüssen. Aber daran lag es nicht. Der Skin für mich mit Abstand am schlechtesten. Ich finde Make-up Ballard den Search nicht so krass, sorry. Ich glaube auch ziemlich klar als nächstes raus. Gerne mal auch die Pins machen. Ich glaube, durch die Sprays kann ich jetzt weniger achten. Das ist auch nicht so krass, der Pin. Ehrlich, Bull oder Squeak? El Primo oder Squeak als nächstes? El Primo, komm. Tut mir leid. Schwierige Entscheidung gewesen. Boah, der Rest ist halt auch sehr krass, ne? Edgar, Edgar, ich geh erstmal rüber. Also ich muss ehrlich sagen, Elite-Kämpfer Squeak ist auch nicht so krass für mich, tut mir leid. Der Hypercharge. Bisschen Angst machen. Oh, jetzt schwierig, jetzt schwierig. Oh, der Dynamic-Pin ist aber dafür ganz geil. Sonst hätte ich jetzt Dynamic so rausgehauen. Wie ist jetzt mit Mandy? Ah, oh, Mandy auch ganz geil. Ja, tut mir leid, Dynamic als nächstes. Tut mir echt leid. Ich finde leider den Leon Star-Pin nicht so geil, persönlich. Was ein relativ exklusiver Pin sogar ist, oder? Mit dem Hut. Boah, wen nicht mehr als nächstes. Oh. Ey, das ist hart. Hyper. Oh. Mandy ist auch krass. Heißt aber auf Leon. Das kann ich, ich muss mich jetzt entscheiden. Mach doch mal Pins. Ist wütend. Tut mir leid, weiß aber auf Leon, glaube ich. Tut mir echt leid. 4. Böse Königin Pam. Mandy. Mandy als nächstes. Top 3. Okay, Mecha Edgar. Der Piper Skin oder. Mach mal Pins. Oh, ich habe übrigens einen Favoriten, leider. Piper, hallo, Pin. Pin, hallo. Ja, wie, jetzt wütender Pin. Hallo. Dann bist du raus mit dem wütenden Pin. Ja, keine Ahnung. Tut mir leid, das war der Pin jetzt. Und ich sag ehrlich, der böse Königin Pams... Oh, die hat auch noch einen animierten Pin. Oh mein Gott, mit einem Drachen. Oh, es ist knapp. Ich sag böse Königin Pam für mich. Tut mir leid. Es ist halt eine Entscheidungssache. Ich hab mich für den böse... Weil der Pin war schon nochmal geil. Die haben zwischendrin ihre Pins so ein bisschen geswitcht, das war ein bisschen lost, weil am Ende gilt ja, ich habe ja auch auf den Pin geschaut und dann haben die zwischendrin, glaube ich, ein paar lost Pins auch reingeschickt. Aber immerhin mal ein Minigame, das funktioniert hat. Eve Sniper oder Mandy Sniper, das sind cool, machen wir. Ich will der Sniper sein, bitte. Mach mal Eve, ich habe noch nie Eve Sniper gemacht, mach mal Eve Sniper gerne an. Dieses eine El Primo, Junge, was ist das denn? Okay, eigentlich wäre das Minigame Sniper Game. Wieso ist das eine Primo drin? Egal. Okay, wir haben ihn rausbekommen, zum Glück rechtzeitig. Ich dachte schon. Okay, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt natürlich einen Konkurrenten, haben die weniger. Ist aber natürlich gut für sie. Okay, also. Das Mandy-Minigame. Auf geht's. Ich habe halt eine kranke Range. Ich kann jetzt von der Position aus in jede Ecke schießen. Das ist eigentlich ganz geil. Oh, hier eins, zwei. Oh. Stopp mal. Du hast den Teleport nicht so gesetzt, dass ich jedes Mal wieder raus... Okay, ich muss mich wegstellen. Ich muss mich neben den Teleporter stellen, logischerweise, smart. So, okay, jetzt. Ich kann trotzdem in jede Ecke snipen, glaube ich, ja. Eins, zwei, und in die Mitte einmal. Oh, er hat nicht mitgerechnet und hier hin. Das war überraschend.
Noch 7 am Leben. Ecke. Nochmal die Ecke. Oh, ich hab ihn gesehen. Ah, Glück gehabt. Also Mandy hat auch einen relativ hohen Reload-Speed. Oh, den hab ich gesehen. Oh, er ist einfach voll rausgelaufen aus dem Busch. Nein. Das ist aber auch gemein, dass da oben so ein bisschen der Zaun weg ist, ne? Fairerweise. Hier und hier mal. Ulti! Yes! Volltreffer, Dominik. RIP. Fünffach am Leben. Ich muss mich ein bisschen... Oh, sehr gut. Ich hab ihn gesehen. Oh. Und nochmal einen gesehen. Oh. Jetzt hier. Wäre geil gewesen. Okay, noch 2 am Leben. Ich muss nur noch einen treffen, dann ist es eh vorbei. Und die Cubes markieren ja so ein bisschen, wo die nicht hinlaufen können. Ecke. Okay, keiner. Die Ecke. Okay, wir haben jetzt 3 Schüsse gleich. 3 Schüsse nacheinander. Ich schieße einen Klapp an den Cubes-Top. Oh. Okay, er ist raus. Er hat auch irgendwie zu verleben, hat Dynamite genommen. Wer hat gewonnen? Ja, hier. Mo Leonie. Glückwunsch. Außer er hat Speedgear genommen, wir müssen kurz abchecken. Alle müssen Tick nehmen, einen Laden, damit der Ulti die Ticks töten muss. Und dann den Frank aufladen. Ja, das mag ich. Frank nimmt 90% der Cubes. Sehr geil, ich liebe dieses Spiel. XFG. Dann bin ich der Nani bitte und du musst dann bitte den Frank nehmen. Klappt, sehr gut. Ich bin bitte Nani. Ich mag das Spiel sehr. Aber auch nur, wenn ich die Kills machen darf. Und so. Okay, du musst dann Frank nehmen, Jani. Alle anderen Tick bitte und ausweichen. Okay, nächstes Game. Es klappt auch, wunderbar. Alle Tick. Wieso haben wir 2 Nanis, den werden wir direkt rausnehmen? Leo. Das ist halt einfach Tick. Wo ist er denn? Leo tot, sehr gut. Junge, die Ticks waren ja übel smart direkt. Okay, ich muss fast alle Cubes, er muss fast alle Cubes nehmen. Ein paar kann ich nehmen, so 2, 3. Sehr cool. Hat perfekt funktioniert, hä? Wieder gut. Hä, ist es nicht Medi? Ist es nicht der, den wir letztens hatten, der irgendwie Platz 1 der Welt mit Tick ist? Nee, war Red. Medi war, glaube ich, aber auch. War das nicht der andere, der Mandy gespielt hat oder so? Als ob der. Mandy hat da gespielt, nicht? Egal, wir werden es sehen, okay. Einfach Platz 1 der Welt mit Mandy oder so in der Lobby wahrscheinlich. Oh, voll auf den Haufen drauf. Ey, das war das Highlight des Tages für mich. Junge, einfach Triple Kill. 3 Leute raus von, wie viel? Von 7, fast die Hälfte. Oh, er hat sehr viele Cubes genommen. Okay, ich gehe einfach mal... Oh, Meli, tut mir leid. Da bist du voll reingelaufen. Ich versuche nicht besonders zu fokussen. Ich versuche einfach den zu fokussen, der am nächsten... Also der halt als nächstes hier. Ich meine, der als nächstes dran ist. Oh, Glück gehabt. Gut ausgewichen. Oh! Knappes Ding. Ich liebe dieses Game. Okay, ich muss auch irgendwen rausnocken jetzt. Oh, Lukestar. Ich versuche immer relativ gerade zu machen, dass wenn die ausweichen, dann voll reingehen. Ach, immer so ein bisschen bis hier. Und jetzt gerade. Oh, tut mir leid, du bist raus. Also auch wenn du überlebt hast mit den 4 Cubes, das ist natürlich nicht erlaubt, logischerweise, weil ja, sonst hat man halt automatisch gewonnen. Du hast gewonnen. Ja, nee, also sorry, ich weiß auch nicht, wieso du 4 Cubes hast, aber ist okay. GG's. Du hast gewonnen. Ey. Digga. Das wird jetzt lost ein bisschen. Danke dir, korrekt. Sehr gut. Nice. Das ging irgendwie übel schnell, oder? Vor allem dieser Triple Kill am Anfang war ja echt heftig, hä? Da habe ich gut gesteuert, auf jeden Fall. Air Force. Glückwunsch. 2 Runden vom Finale haben wir noch. Okay, auf geht's. Dynamite Jump. Bin ich der Beste da drin. Ich liebe diese Games. Den Pay-to-Win-Skin hier mit dem Legendären. Ja, auf geht's. Habe ich ein richtiges Star-Power ausgewählt? Ja, sehr gut, okay. Jetzt ist schwierig. Muss ganz schnell sein. Oh, los. Ich glaube, ich muss das irgendwie anders machen. Habe ich übel Zeit verloren. Er ist ja sauschwer. Wie? Ich bin so schlecht dafür für dieses Game, hä? Oh, Junge, hä? Ah, so. Nein. Oh, hä? Das Jumphead ist ja total cheaten gewesen auf der rechten Seite, hä? Es geht einfach nach außen und dann ist es free. Ja, da ist er lost. Okay. Schauen wir, weit kommen wir. Oh, er ist zurück. Was? Kann ich nicht eigentlich direkt darüber jumpen? Wäre krass gewesen. Einfach easy win. Ja, es wird schwer werden. Ja, schwer. Ich weiß, wie es gehen muss. Aber sowas mag ich, das Skill wenigstens.
Weiß nicht, ob die anderen schon im Ziel sind. Mal schauen. Ah, fast, fast. Wo kommt er denn wieder her? Hä? Ganz zurückgedingst oder was? Okay, let's go. Wir müssen es besser zielen. Mann, ich treffe den zweiten nie. Oh, da gibt es auch so einen Teleporter nochmal, der irgendwie ganz eklig ist. Das Game ist so eklig, ne? Ich sag's ehrlich. Letzte Chance. Ach, come on. Ich hab's verkackt. Egal, wir schauen zu, wer gewinnt. War jetzt nicht gerade meine beste Runde, ne? Okay, mal schauen, was haben die anderen so gemacht in der Zeit. Also, wir sehen erstmal, die waren ja... Die haben, sind alle über links gegangen und ich voll Idiot bin als Einziger. Hab's als Einziger nicht gecheckt. Perfekt. Das ist Absicht gewesen zu sein. Oh, hier wurde einer gekillt. Sekunde mal. Lass uns kurz schauen. Oh, wo? Oh. Hä? Die Ulti geworfen. Hab ich nicht gesehen. Irgendwer wurde gekillt, auf der linken Seite wahrscheinlich. Hier. Oh, er hier. Team Kaktus und Emil. Beide Kill gemacht, müssen wir uns merken. Team Kaktus und Emil haben beide einen Kill gemacht. Sind damit disqualifiziert. Also müssen wir uns eigentlich eher nach rechts schauen. Noch ist kein einziger. Oh, oh, ich muss echt aufpassen. Das ist hier Emil plötzlich geteleportet. Dominik hat auch einen Kill gemacht. Khalil hat auch einen Kill gemacht, Junge, aber das haben irgendwie alle nicht so aufgepasst. Gibt's überhaupt noch irgendwen, der keinen Kill gemacht hat? Ich glaube eigentlich nur noch Gabriel. Gabriel? Kann es sein, dass nur noch Gabriel keinen Kill gemacht hat? Was ist das schon wieder für eine Runde? Es haben doch jetzt alle vier den Kill gemacht, außer Gabriel, oder? Damit sind alle anderen disqualifiziert, außer Gabriel. Hat wenigstens Gabriel ins Ziel geschafft. Dominik. Ja, er hat einfach gewonnen, weil er als ein. Dann hätte ich auch fast gewonnen, dann bin ich ja Zweiter geworden. Obwohl ich total scheiße. Dominik ist zwar im Ziel, aber Dominik, du hast den Kill gemacht. Bringt nichts. Du bist damit disqualifiziert. Ey, du warst eigentlich sau gut. Schade, Mann. Das Gabriel wenigstens trotzdem ins Ziel geschafft. Ich war einfach Zweiter, weil alle anderen einen Kill gemacht haben. Chillig. Gute Runde von mir, würde ich sagen, ne? Ja. Gabriel gewinnt, ohne auch nur ansatzweise ins Ziel zu kommen. Weil er als Einziger keinen Kill gemacht hat. Runde 9, die letzte Runde vom Finale. Wer schafft es noch ins Finale? Werde ich direkt geworfen, bitte nicht. Nein! Ich sag noch bitte nicht. Egal, okay. Kann man nichts machen. Die ersten sind raus. Wir schauen, wer gewinnt. Wir schauen, wer gewinnt. Überall Giftwolken. Die ersten zwei sind raus. Die ersten drei sind schon raus. Schnell rein wieder in die Runde. Wer schafft es hier? Wieso wurde die Ulti gesetzt? Keine Ahnung, was hier jetzt gerade abgeht. Oh, knappe Sache. Ganz knapp, ganz knapp. Auch einer raus. Oh, nur noch vier drin. Okay, crazy. Keiner traut, Junge. Ihr wisst, also am Ende... Oh, er lädt die Ulti auf. Die Ulti aufladen war eigentlich verboten. Also Lost Jonas, tut mir echt leid. Ne? Müssen wir sowieso am Ende nochmal schauen. Wer gewinnt. Aber die Ulti hätte ich gesagt nicht aufladen vorher. Ist ja ein Werfer-Game und kein Dings-Game. Du kannst es höchstens probieren, die anderen rauszuwerfen. Aber wenn es am Ende in den Fight geht, hast du jetzt einen Vorteil mit deiner Ulti. Ulti aufladen hat mir gesagt, nicht erlauben. Ganz am Ende, wenn die Zone eng ist, dürft ihr fighten. Wie gesagt. Also du musst es einfach... Oh, er ist raus. Das ist sowieso vorbei. Okay. Ihr könnt euch entscheiden, was ihr macht. Ihr könnt auf den Fight probieren zu gehen am Ende. Wenn es ganz eng ist und in der Range seid, dürft ihr. Dürft ihr fighten. Ich muss halt irgendwelche Regeln aufstellen. Wisst ihr, wenn es alle die Ulti vorher aufladen würden, dann ist halt schwierig. Dürft die Ulti nicht aufladen. Wenn ihr die Ulti aufgeladen habt, ist schwierig. Dürft erst angreifen, wenn eng ist. Nur keiner traut sich, hä? Mach mal hier Offensive. Wie geht's denn in den Fight am Ende? Die Giftwolken kommen jetzt aus. Man sieht das hier, das sind die doppelt, ne? Jetzt. Okay, wer holt sich das Ding? Wer holt sich das Ding? Ich sage, Khalil gewinnt. Eigentlich auch, wegen dem Skin. Das ist cool. Hier gleich ist in der Range. Ich würde sagen, ihr seht es ja ungefähr, wenn es in der Range ist, ne? Auch ist nicht ganz in der Range. Weil ihr fighten könnt, seht ihr es ja. Ich glaube, jetzt könnt ihr schon langsam fighten. Jetzt geht's los, ja. Oh mein Gott! Oh, Rexhap. Oh, close thing. Rexhap, Glückwunsch. War cool, war gut gemacht. Rexhap gewinnt. Runde 9 und das bedeutet, es ist soweit. Also, erstes von 4 Finals. Kann jetzt beginnen. Okay, wie immer das 8-Bit Mini. Ich würde als erstes wieder das 8-Bit Minigame machen, oder? Das ist der Klassiker. Und was würdet ihr machen im Finale? Einfach, ja, den Bärenkampf, genau. Bär wird auch mit.
Junge, ich hab noch nie. Du hast. Egal, ich weiß nicht, Flame, alles gut. Ist so rum. Alle müssen 8-Bit nehmen. Speedgear ist verboten. Ich nehme Nita. Die letzten zwei sind raus. Auf geht's. Das Game mache ich eigentlich jedes Mal. Ich find's auch geil. 1 von 4 Finale. Ich habe auch den schönen, wie heißt der? Hauerzahn Nita, glaube ich. Heißt der, glaube ich. Ausgewählt. So, ich muss einfach in die Mitte. Ich brauche ein paar Cubes am besten, wenn es irgendwie geht. Und dann kann's losgehen mit dem B-Ram. Jetzt erstmal die Ulti aufladen, danke. Sehr nice, Ulti schon mal aufgeladen. Oh, ich hätte ihn fast gekillt gerade. Wir hätten alles wiederholen müssen. Super, gemacht. Okay, ihr könnt euch eigentlich schon verstecken. Ihr könnt mir gerne noch ein bisschen bei den Kisten nur helfen. Stimmt, korrekt, danke, Mann. Jetzt asozial direkt den Bären auf ihn drauf zu hauen, ne? Okay, könnt euch gerne verstecken. Ich hau den wie immer hier auf den See drauf. Ich denke, es ist relativ mittig. Wir warten noch ganz kurz. Wir warten noch so 10 Sekunden. Können wir jetzt auch hier schön am Timer sehen. Ich habe übrigens fürs Video bei Minigames Turnier jetzt nicht verwirrt sein, weil... Was hier ist der Timer für den Brawl Pass. Let's go. Okay, der Bär. Oder der Elefant eigentlich eher. Das sieht immer geiler sogar aus. Junge, wo ist denn Max? Wieso ist denn der noch in der Mitte so krass gewesen? Hä? Max? Es war schon so viel Zeit. Oh mein Gott. Okay, nee, das sind noch einige sogar gewesen. Gabriel und Enrico sind... Oh mein Gott. Oh, Gabriel, gar nicht gut. Wieso ist er auch nicht so weit in der Mitte und nicht weiter außen? Die letzten zwei sind raus. Letzten zwei sind raus. Gabriel, das sieht nicht gut aus. Wir werden nichts dann, wir werden ihm die Chance geben. Aber ich sag ehrlich, es wird schwierig werden. Oder das Löwe. Oh, oh, oh. Oder oben. Oh, der Elefant, der Elefant. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, er schafft es nicht. Ich glaube, er schafft es nicht ganz. Er hielt. Ein Hit. Das war's, glaube ich. Das war's. Oder? Oh mein Gott. Junge, wie lange lebt er? Ich liebe dieses Game einfach. Ist so geil, dazu zu schauen. Er hielt. Er schafft das. No way. No way, er schafft das einfach. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Hä, als ob? Da muss ich eigentlich jetzt gleich stunnen sonst, aber ich will es auch nicht... Nee, komm, wir lassen einfach den Elefanten machen. Hey, wieso steht... Er müsste doch normalerweise sterben. Der Speed... Hä? Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Okay, ich muss mal gleich irgendwie früher oder später stunnen. Bitte nicht den Elefanten in den Poison locken. Ich muss, glaube ich, einen neuen Elefanten setzen. Er ist im Poison gestorben. Er ist fast raus. Der Elefant lebt. Er ist Force einfach im Poison gestorben. Was? Hatten wir auch noch nie, glaube ich. Wie bitter. Oh mein Gott. Jetzt wird sich eher gefokust. Leonie. Oh shit. Und er schafft's, oder? Nicht. Junge, wie spannend, hä? Ein Hit. Es war's. Das war's. Immer die geile Elefantenanimation. Wo sind jetzt hier nochmal schön rein? Stunnen einfach. Let's go. Das war's sowieso. Glückwunsch an alle Finalisten damit. An alle. Jetzt hier im, was ist denn das jetzt? War das Viertelfinale? Nee, das war eigentlich Achtelfinale. Egal, einfach 1 von 4 Finale, ihr versteht das schon. 2. von 4 Finales, Finale. So, einmal hier, Platz, genau. Wer ist noch raus? Erst Force und Leonie. Tut mir leid. Das ist nicht echt bitter, er ist einfach im Poison gestorben. Oh, einer hat das Speedgear. Oh, oh, Sekunde. Dann wäre Leonie noch weiter. Einer hat das Speedgear. Speedgear wäre verboten. Der wird automatisch disqualifiziert. Dann würde ich gerade nochmal Leonie einladen, wenn du noch hörst. Schon am besten gegen Ende, wenn wir auch sehen. Oh ja, ich sehe es. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber ich habe es gerade schon kurz gesehen. Dann wäre es natürlich Lucky. Enrico hatte leider Speedgear. Und Rexep hatte auch Speedgear. Das bedeutet, eigentlich sind beide weiter. Tut mir leid. Junge, was ist das denn jetzt? Aber beide raus, oder? Chat. Ich hätte es auch noch extra gesagt, kein Speedgear. Das bedeutet, Rexep. Mal hier genauer sehen. Die beiden waren es, ne? Ja. Rexep und ein Rico hatten beide Speed. Macht ja auch keinen Sinn in dem Minigame. Ich hoffe, ich krieg die beiden jetzt nur zurück. Leonie wieder eingeladen. Die sind beide auch online. Geil, Mann. Zurück im Game. Finde ich geil. Aber irgendwie auch lucky, natürlich. Echt dumm gelaufen. Aber ihr müsst überlegen, Speedgear ist halt so ein Riesenvorteil in dem Game. Dann haben wir jetzt Mortis. Okay, alle Mortis wählen. Alle haben Mortis. Okay, die letzten zwei entscheiden aus, aber wichtig, die letzten zwei entscheiden aus, ich zähle mit. Wenn ich vorher raus bin, dann fliegt halt nur einer raus. Ihr werdet sehen. Okay. Es ist praktisch das Viertelfinale. Das 2. von 4 Finals insgesamt. Wer fliegt raus? Ich werde euch erst ein bisschen zurückhalten. Ich spiele jetzt nicht zu offensiv. Mal schauen. War da ein Teleport? Hä? Ja, so ist ein Spray gewesen. Ich habe doch kein Teleport eingesetzt, dachte ich gerade, hä? Es ist schon geil, der ganze Lobby voller Mortis. Ihr habt es euch so gewünscht. Ich find's geil. Okay, lass mal chillen erstmal.
Ist halt auch ganz gut, dass es auch ein bisschen Skill braucht. Also Mortis ist noch ein bisschen random. Im Finale können wir dann nochmal irgendwie einen krassen Brawler wählen. Und im Halbfinale nochmal irgendwie ein Minigame richtiges. Das ist natürlich auch ein Minigame, ist aber ja. Okay, keiner traut sich halt, ne? Ich könnte halt versuchen, meine Ulti schon mal so ein bisschen aufzuladen. Das wäre zumindest smart. Guck mal jetzt hier zum Beispiel. Das war smart. Guck mal, ich versuche jetzt meine Ulti mal aufzuladen. Immer so ein Hit wäre smart. Nice. Hey, ich bin gut. Oh, der erste ist raus damit. Er ist Force. Das war nicht gut. Hey, ich bin voll gut gerade mit Mortis. Ich kriege meine Ulti langsam raus. Guck mal jetzt hier. Ich passe meine Ulti. Übel smart. Hey, übel smart. Muss man es eigentlich spielen? Kein Bock auf seine Ulti. Weiß einfach aus. Oh mein Gott, Junge, die Runde, hä? Nice, Ulti aufgeladen. Das habe ich halt so einen riesen Vorteil, hä? Also ich würde safe jetzt nicht rausfliegen. Ich halte mich jetzt relativ zurück, einfach weil ich jetzt mich nicht so zu sehr einmischen will. Keiner traut sich jetzt hier. Ich halte mich zurück. Wer fliegt raus? Oh, oh, er wird angegriffen. Jetzt mehrfach. Oh mein Gott, wer fliegt zuerst raus? Oh mein Gott, Junge. Das war's. Hat er taktisch gut gemacht. Oh, schlechte Ulti geplaced von mir eigentlich. Egal. Ist jetzt eh egal gewesen. Crazy. Okay, mal schauen, wer gewonnen hätte. Max Plays war ein bisschen lost, dass ich nicht besser gespielt habe am Ende, aber ist auch egal. Ganz eh um nichts für mich. Sehr, sehr, sehr geil wieder. 3 von 4 Finale, also eigentlich das Halbfinale. Ich schreibe es einfach direkt hin, das sieht vielleicht cooler aus als 3 von 4 Finale. Halbfinale. Nur Platz 1 kriegt übrigens das Preisgeld. Das ist immer ziemlich hart, ich weiß. Oh, Max Plays hat gewonnen, cool. Aber ist halt die Regel, soll ich sagen. Okay, wer ist denn jetzt raus? Okay, habt mal eure Vorschläge rein. Offen Map wollen die eh die meisten. Okay, cool, cool. Ist eh vielleicht am interessantesten. Cold im Finale wünschen sich viele. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4. Okay, die letzten zwei sind raus. Die letzten zwei sind raus. Ich würde dieselbe Regel wieder machen. Wenn ich noch dabei bin, dann. Also, wenn ich unter den letzten. Wenn ich unter den letzten zwei bin, dann fliegt nur einer raus, okay? Auf geht's. Jeder hat Fang. Ich habe den coolsten Skin schon mal ausgewählt, ne? Richtig. Okay. Wir machen mal offene Map. Ist auch am coolsten, ist vielleicht auch am spannendsten. Jeder muss Fang nehmen. Es ist jetzt natürlich sehr entscheidend, wer auch die Ulti kriegt zuerst. Ich treffe schon mal besser, wichtig. Was ist denn das? Keine Ahnung. Okay. Ah, Max Plays ist das, okay. Halt schon mal wichtig, die Ulti zu kriegen, ne? Ich will ganz die Ulti auch nicht feeden. Ein Hit für die Ulti, wäre halt geil. Und ich will eigentlich nichts sagen, aber er geht halt eigentlich ein bisschen. Oh, das hat eigentlich gut. Ich möchte nämlich die Ulti. Jetzt könnte ich theoretisch halt schon offensiv gehen, ne? Wenn ich ihn dann hitte, ist vorbei. Oh mein Gott. Ich sehe. Wo sind die anderen erstmal? Ich will jetzt auch nicht zu offensiv gehen und so asozial rein sein, das irgendwie jemanden rauszuhauen. Ich warte mal auf taktisch jetzt, komm. Bin ich eh schlauer. Aber eigentlich kann ich jetzt jeden killen, oder? Weil ich die Ulti jetzt als Erster habe. War schon gut gehittet. Oh, wir haben übrigens das falsche Dings. Wir haben keinen Speed. Wir haben kein Schildgear genommen. Wir haben einfach dieses HP-Gear genommen. Übel lost, egal. Mal schauen. Nur die letzten zwei scheiden aus. Der Rest ist im Finale. Und dann gewinnt am Ende nur noch ein einziger. Oh je. Krass, Lukas. Ja, das einzige noch nicht seine Ulti scheinbar. Auch krass. Aber hier ein bisschen Druck zumindest. Also eigentlich müsste ich jetzt normalerweise ulten. Wobei ulten wäre auch lost wahrscheinlich, weil dann. Der erste ist raus. Es sind zwei raus. Wir haben es gar nicht gesehen. Egal. Jetzt will ich gewinnen. Komm. Jetzt will ich die Runde wenigstens gewinnen. Gleich Cubes bekommen. Beide Cubes bekommen. Okay. Das ist schwierig. Das ist ein bisschen asozial, wie wir jetzt alle auf ihn gehen. Aber ja, dann ist halt natürlich die meisten Cubes. Oh, er hat Popcorn genommen. Auch interessant. Popcorn auch eine interessante Entscheidung. Geht auf mich. Auf Löwe. Junge, die Runde, hä? Fang ist irgendwie eine geile Idee gewesen. Keiner will halt irgendwie seine Ulti raushauen, wie ihr seht. Junge, ich treffe halt jetzt jeden Hit hier. Problem ist, dass ich keinen Schaden mit diesem Kackschuh mache und dann sein Schildgear wieder auflädt. Ich das falsche Gear mitgenommen. Jetzt gehen sie auf mich zu zweit, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge. Popcorn ist auch. Oh, das Popcorn wird am Ende auch nochmal nervig werden. Das trifft er mich gut, leider. Ja, es geht so zu zweit auf mich gerade. Ulti! Stun! War mir jetzt egal, ich bin einfach rein. Es geht ja jetzt eben nichts. Sehr schön, sehr schön. Wir gehen ins Finale. Max Plays, schon mal raus. Und, wer muss noch raus? Mar 753. Welcher Brawler im Finale? Okay. Hä? Achso, es war bugged. Ich dachte, die haben sich in den Poison gestellt. Okay, wir sehen mal, was passiert ist. Also,
Max halt relativ offensiv. Ne, weil er halt unbedingt auch seine Ulti bestimmt aufladen. Oh, jetzt kommt halt hier Lukas dazu. Popcorn genutzt. Thomas hier angeschlagen. Oh, Thomas. Oh, wie bitter. Thomas hat die Ulti auf ihn genutzt und damit war vorbei für ihn. Klar, die haben sich gegenseitig rausgenommen. Oh, ach so. Oh, das ist natürlich bitter für Max gewesen. Schaut euch das an. Oh, es ist bitter. Thomas musste halt auch ulten, klar. Oh, das war noch ganz dumme Position für Max einfach. Boah, ganz, ganz unlucky, Junge. Also, wir haben erstmal mich natürlich, mache ja auch mit. Ich werde mich ein bisschen zurückhalten trotzdem wieder, weil es ist ja sonst ein bisschen zu sehr eingemischt. 53.000, mythisch 1, Solo und natürlich ganz wichtig, Kit auf Rang 35. Okay, was haben wir hier? Oha, mythisch 3 ist sehr solide, Powerliga. Das ist irgendwie Top 500 Deutschland mindestens. Profan ist okay, die Powerliga ist solide, vor allem Solo. Profan auch sehr, ist ein solider, sehr solider Spieler. Besser als ich auf jeden Fall vom Profil. Löwe, ungefähr mein Profil, wobei er hat mehr Trophäen als ich. Von der Powerliga mal. Ja, nee, ist auf jeden Fall auch. Ich würde die ehrlich einschätzen. Es hat mehr Trophäen, aber dafür Powerliga etwa klar, sogar etwas unten drunter. Und er hier. Oh, okay, krass. Also er ist vom Profil deutlich unter den anderen beiden. Mal schauen. Das ist der vorhin disqualifiziert wurde erst, also rausgeflogen ist und dann nochmal reingekommen ist. Aber ein schlechtes Power-Level, also damit so hoch zu kommen, ist auch solide. Als Favorit für mich, ich glaube sogar Löwe, weil er auch am meisten Erfahrung hat und pusht, dann Lukas und dann Leonie, nur für meine Favoritenrollen. Ich werde mich, wie gesagt, ein bisschen zurückhalten. Ich werde normalerweise auf der 3 gesetzt. Okay, abgestimmt. Oh, es ist knapp, ist aktuell für Piper. 53-47% ist natürlich super knapp. Ja, komm, ist entschieden, wir nehmen Piper. Kein Gadget, Star Power ist egal, nutzt einfach das Gadget nicht. Okay. Ja, finde ich auch cooler, dann ist... Weil sonst hat man einen Hit und dann ist man down mit dem Gadget, das ist dumm. Auf geht's. Wir machen so ein bisschen den passiven Part wieder. Weil ich will jetzt echt nicht die Entscheidung hier machen. Wenn ich angegriffen werde, wehre ich mich schon. Mal hier. Das ist auch sein Problem, wenn er dann getroffen wird, ganz ehrlich. Okay, er will's wissen. Ich vergesse, du spielst eigentlich nicht unbedingt gegen mich. Weil eigentlich kann ich ja nicht gewinnen, also so gesehen. Wenn ich ja Platz 1 bin, gewinnt der Zweite. Okay. Jetzt hat er Angst, okay. Ich bin jetzt nicht der beste Piper-Spieler. Wer ist denn das überhaupt? Der Powerliga. Oh, der ist sehr gut. Das ist der, der im Top 500 in Deutschland war mit Powerliga. Solide. Also von den Favoritenrollen ich auf der 3, eher auf der 2, würde ich sagen. Löwe auf der 1. So. Aber nur wegen den Trophäen halt. Du gewinnst. Ja, ich kann eh nicht gewinnen. Ne? Also es wäre jetzt asoziales Preisgeld dann wegzunehmen dafür. Es wäre halt krass, die Ulti irgendwie aufzuladen. Dann kann man einmal halt hochjumpen und damit ausweichen. Wobei es gar nicht so viel bringt, weil das Gadget da eh nicht drin ist. Wo ist denn Leonie? Junge, wie groß ist denn die Map überhaupt noch? Hä, hey, okay. Das wird noch ein bisschen dauern. Geil, Mann. Also ich werde auch schon probieren zu gewinnen. Aber ich halte mich ein bisschen zurück, weil sonst ist echt lost. Es geht eigentlich für mich gar nicht ums Gewinnen. Ich geh mal wieder ein bisschen rein. Ich will auch wissen, was passiert. Okay, da geht's schon los. Da geht's schon los, scheinbar. Oh, es wird ja von zwei Leuten attackiert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unlucky. Oh, oh, oh. Es hat noch kein einziger einen Schuss getroffen, würde ich fast vermuten, oder? In der Runde. Junge, Junge. Ich bin aber wirklich nicht gut mit Piper. Ich habe eigentlich immer Piper, die Piper-Battles verloren. Oh, recht, recht mies für mich. Da hat er einen Hit getroffen. Ah, hat er mich wahrscheinlich, oder? Ich sehe ihn nicht, mein Daumen ist drüber. Nein, es treffen mich beide an. Ah, geht auf die anderen wahrscheinlich jetzt taktisch. Leonie ist raus, wie ich predicted habe. Okay, einfach komm, ich wollte auch da sagen. Einfach 1 gegen 1. 1 gegen 1. Löwe führt. Hat die Ulti. Da ist diese eine Mauer, die ihm hilft. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, 100 Euro. Löwe, ein Schuss. Löwe. Junge, das war schon krass abgezockt. Der Typ war 500, Top 500 Powerliga. Solide. Löwe gewinnt, Junge. 68.000 Trophäen. Habe ich deinen Kontakt irgendwo schon? Ich hätte safe eh rausgeflogen. Also auch wenn ich mich ein bisschen zurückgehalten habe, wirklich. Ich muss kurz mal die anderen rauskriegen. GG ist auch an die anderen beiden. Ich muss kurz mit Löwe den Kontakt austauschen. OMG, noch nie gewonnen. Glückwunsch, Mann. Glückwunsch. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich supporten wollt, denkt natürlich gerne im Shop an. Creator-Code Jojonas. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Und lasst ein Abo da. Auf dem Weg zu 1 Million Abonnenten in diesem Jahr. Würde mich sehr freuen. Da ist noch der Abstand verlinkt mit den letzten Videos. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.